Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf electronicdancemusic.at. Wir haben heute die große Freude, mit Flip Capella auf der Terrasse von Radio Energy sitzen zu dürfen. Hey Flip, wie geht's da? Bist du wieder frisch und munter aus Tritsche zurückgekehrt? Hallo erstmal. Was glaubst du? Ja, es geht mega, was soll ich dir sagen, nach einem Monat wieder Party oder nach einigen Wochen. Es ist noch nicht alles vergessen, was passiert ist, aber es geht jetzt gerade einfach mega, saugeil. Genießt du noch die Momente, die du dort aufgesammelt hast? Ja, wir kommen alle gerade von AGZ, wir sind alle noch total hyped. Die meisten DJs, ich auch, haben das Wochenende auch gleich noch drauf gespielt. Also ja, seit langem wieder mal echt glücklich, ja. Energie pur. Absolut, ja. Ist so. Du, wir sitzen da gerade mit einem mega Ausblick über Wien auf der Terrasse von Radio Energy. Ist das da auch dein Pausenplatz, wenn du bei Radio Energy deine Show moderierst? Das ist nicht nur mein Pausenplatz, das ist mein Arbeitsplatz. Ich nehme mich echt oft auf die Terrasse rauf mit Laptop und arbeite von hier. Und ja, wir haben da irgendwie so, bei Energy haben wir vierten und fünften Stock. Vierter Stock ist, sage ich mal, mehr Kreativabteilung, Programm und Moderatoren sind unten. Fünfter Stock ist mehr Disposition und so, Geschäftsführung. Aber dafür ist auch Wutzler drin und sowas herum, ist es fast ein bisschen netter und deswegen sind wir oft hier, ja. Verstehe. Du bist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren bei Radio Energy. Wie kam es da eigentlich dazu? Wie ist Flip Capella zu genau diesem Radiosender gekommen? Schlechte Frage. Wie lange haben wir Zeit? Kannst nachzählen. Das ist so eine 2-Stunden-Antwort. Okay, long story short. Ich bin ja 99 zu Energy gekommen, also wirklich lang. Hab damals schon, war DJ, so Hobby-DJ und komme aus der schweren Underground-Abteilung. Habe damals Japan Noise gemacht, das ist wirklich nur Noise, komme aus der Avantgarde-Szene. Und habe gesagt, so viel Herzblut läuft da rein, verdient man aber kein Geld irgendwie. Und ich, da, ja, geht nicht. Ich habe 16.000 Platten gehabt, also echt heftig, da ist nur Geld reingeflossen. Das war eine Geldverbrennungsmaschine. Und habe zu meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, gesagt, pass auf, ich muss aufhören mit Auflegen. Ich muss aufhören, das geht nicht mehr, das ist, hat keine Zukunft, ja, auch wenn ich das liebe. Gut. Und dann hat sie gesagt, wir sind gerade zusammengekommen damals, kannst du mir nicht noch eine Kassette, ein Tape fürs Auto machen? Damals hat es tatsächlich noch Tapes gegeben. Mhm. Und wie jeder DJ, auch Underground-DJ, habe ich ein paar kommerzielle Platten gehabt und habe mir etwas tief frisch verliebt, ihr die paar kommerziellen Platten zusammengemixt. Ja. Und die hat sie aber, da ist Energy gekommen und die haben einen DJ-Wettbewerb ausgeschrieben. Ja. Ich hätte da nie mitgemacht, never, das war No-Go, viel zu kommerziell. Ja, ging nicht für mich. Die hat aber den eingeschickt, das Tape, ja. Mhm. Und am nächsten Morgen, als ich gesagt habe, ich höre auf, ja, kam ein Anruf, wo der damalige Programmchef dran war, ein Deutscher. Ja, hallo, spreche ich da mit Flip Capella, oder habe ich damals schon Flip Capella geheißen? Wurscht, aber auf jeden Fall. Ja, dein Tape ist cool, du bist in der Endausscheidung mit dabei. Und ich habe nicht rausgekannt, was los ist. Und ja, dann habe ich es irgendwie gecheckt und dann war noch damals Fun Factory, dann war durch die Ausscheidung und da bin ich ex aequo Erster geworden mit einem anderen. Und die Endausscheidung habe ich dann gewonnen und der Rest ist Geschichte, ja. Seitdem, so bin ich dann zu Energy gekommen und ja, genau. Seitdem lange und glücklich bei Energy verblieben. Ja, Energy ist irgendwie meine Homebase seitdem und ich arbeite auch noch im Background, ich arbeite in der Musikredaktion noch und ich bin von Anfang an dabei und liebe das hier, ja, definitiv. Sehr cool. Also hast du das eigentlich alles deiner Frau zu verdanken hier? Absolut, ja. Und wir sind noch zusammen, wie gesagt. Ja. Also sehr gut. Alles gut läuft. Du hast ja vor Energy eigentlich wie viele andere DJs auf der Couch begonnen, mit deinen Platten ein bisschen rumzuexperimentieren, aufzulegen, das DJ-Pult kennenzulernen. Woher kam da dein Interesse? Hattest du von klein auf schon ein Idol in der Branche oder waren deine Eltern sehr musikalisch? Also meine Eltern sind wirklich musikalisch, meine Oma war Volksmusikantin, also die hat Zither gespielt und so. Mein Papa hat viele Bands gehabt, ja. Und was hast du gefragt? Wie ist das alles begonnen, hat dein Interesse zur Musik? Ja, da gibt es wirklich einen Magic Moment, an den ich mich erinnern kann, da war ich, weiß ich nicht, 13, 14, irgendein Teenageralter. Da war irgendein Film damals. Wo Schülerfilm, so Highschool Musical, und da war ein Schwenk von der Kamera plötzlich in einem Saal, der bummvoll mit Menschen war und eine DJin oben, ja. Und ich dachte, what the fuck macht die da? Wie geil ist das, ja?
ich will das auch. Ja? Das war so mein erster Zugang zu DJ und da habe ich gewusst, das ist es. Das war das Erste. Ich habe nicht gewusst, was ich werden soll damals. Also ich habe zwar Koch kennengelernt, das war alles cool, aber da wusste ich zum ersten Mal, das ist DJing, ja. Und dann war ich bei Partys hauptsächlich von Sven Veth und so, also vor allem in der Techno-Abteilung. Ja. Und das hat mich dann ordentlich, auf Ibiza, das hat mich ordentlich gefangen dann, ja. Okay, und seitdem Musikbusiness und nichts anderes mehr und dabei bleibt es. Ja, ich wollte einfach immer mit Musik arbeiten und es hat sich dann durch Energy super ergeben. Ich habe das lange Zeit wirklich nur nebenbei gemacht, habe alles Mögliche gespielt, wie viele DJs, ganz kleine Clubs, Privatpartys, von ganz unten halt. Und irgendwann ist es dann zum Hauptberuf geworden, genau. Sehr cool. Ja, du bist bei Energy, du spielst im Praterdom, du spielst in anderen Locations, du spielst auf Festivals, du produzierst deine eigene Musik, du bist Familienvater von zwei Kindern. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wie sieht da so ein Alltag im Leben des Flip Capella aus? Geht eh nie aus. Dauermunter. Nein, es ist der Dauerwahnsinn. Ja, ehrlich. Das ist aber auch das Positive. Ich war immer so, ich bin eher der Chaot ein bisschen, was ganz gut ist für Kreativität. Ja. Ganz schlecht für Struktur und was weiterbringen. Und seit wir aber Kinder haben, hat sich das echt geändert, weil wenn du da nicht anfängst, wirklich Struktur zu kriegen, ja, bist du verloren. Wenn du dich bis dahin irgendwie durchschummeln konntest, dann geht's nicht mehr. Und seit wir aber Kinder haben, habe ich das echt gelernt. Das war einige Jahre ein bisschen Baustelle für mich, ja, harte Arbeit. Aber jetzt geht vieles leichter, weil halt echt viel strukturierter. Mhm. Und ohne Plan geht nicht mehr viel, sage ich so. Also es ist zwar, ich bin nach wie vor gut, wenn es um spontane Geschichten bei Partys geht, kann auch gut umswitchen oder halt mal alles über den Haufen werfen. Aber prinzipiell so, was Produktionen anbelangt, was Business anbelangt, ist echt Struktur total wichtig. Und da bin ich heilfroh, dass ich das halbwegs mittlerweile drauf habe. Ja, so geht's irgendwie. Also unter der Woche in der Früh aufstehen, den Kindern die Brote schmieren, in die Schule führen, ins Energy-Studio fahren und am Abend dann auflegen, Volley wieder die Kinder in die Schule führen. So schaut das bei dir aus? So abgedroschen und langweilig das klingt. Ja, ich stehe um 6 auf, Kinder. Und dann bist eigentlich, denkst du, wenn du die Kinder mal draußen hast, denkst du, what the fuck, ich bin erledigt. Ja, aber dann fangt dann mal das Business an. Dann machst du Business, bis die Kids wieder zu Hause sind. Dann gibt es einige Stunden Family Time, was super ist. Und am Abend geht's Business weiter. Ich arbeite meistens so bis 2, 3 und dann schlafe ich. Also ich schlafe nicht so viel im Moment. Ich glaube, das ist einfach mit Kindern auch so. Und wenn man DJ ist. Also genau. Die Kombo macht es, glaube ich, aus. Die Kombo ist ein Schlaftöter, aber wie Steve Aoki schon gesagt, wir haben vorher gesagt, schlafen kannst du, wenn alles vorbei ist. Ja. Ja. Du brauchst da sicher extrem viel Energie für deinen ganzen Alltag. Hast du da einen Fitness-Trick, wie du das Ganze meisterst? Machst du jeden Tag in der Früh Sport? Machst du Yoga? Trinkst du 5 Liter Red Bull am Tag? Weder noch. Nein, es stimmt nicht ganz. Ich bin irgendwie als Kind anscheinend echt in den Zaubertrank gefallen. Also ich habe wirklich viel Energy, frage mich nicht warum. Die ganze Musikgeschichte pusht da, inspiriert da, die DJ-Geschichte da, ja, also mich kickt es halt richtig. Aber ich habe jetzt die letzten Jahre, bin ja schon mittleren Alters, wirklich angefangen auch Sport zu machen. Das tut extrem gut, auch ein bisschen Homework, trainieren und so. Das hilft sehr. Und ja, aber das ist jetzt rein die körperliche Geschichte. Ansonsten pushen, das ist in mir. Ich brauche auf Gas. Ja. Innere Motivation. Genau, innere Motivation. Die hat dich wahrscheinlich auch dazu gebracht, dass du nach deiner Corona-Erkrankung eigentlich wieder aufgestanden bist wie ein Phönix, aufgelegt hast, zumindest auf Twitch habe ich dich gesehen, abgegangen bist wie ein Schnitzel. Spürst du von Corona noch irgendwelche Nachwirkungen oder hast du das Gefühl, der ganze Festivalsommer hat dich wieder so gepusht, dass das in den Hintergrund gerückt ist? Also ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr so lange über Corona quatschen, ja, nur ich bin ja, wie viele wissen mittlerweile aus meinen Stories, ich bin ja leider so ein Long-Covid-Fall, ja, und habe echt damit zu kämpfen. Also ich bin der super positive Typ, ich bin Party-Typ, ich schaue immer nach vorne. Und diese Corona-Geschichte hat mich echt ziemlich runtergezogen. Aber eigentlich aus dem Grund nicht die 3 Wochen krank sein, sondern ich bin das nicht gewohnt, dass ich wo nicht kann, ja? Dass ich wo zu erschöpft bin. Und das ist leider echt so und es
bleibt die letzten 3,5 Monate bleibt echt viel auf der Strecke, weil ich gesehen habe, es geht im Moment nicht so, wie ich kann. Und ich bin vielleicht auf 40% meiner Leistung und mache einfach viel nicht. Am Anfang hat mir das fertig gemacht, jetzt habe ich gesagt, es ist so, es gehen einige Dinge nicht, es kommt wieder, ich merke, dass es schön langsam kommt, aber die Zeit brauche ich einfach noch. Und ich mache jetzt gerade, ehrlich gesagt, ich bin am untersten Level, ich mache das Notwendigste. Bei einer Party schaffe ich, dass ich 1-2 Stunden gut Gas geben kann. Noch ist eh oben im Moment noch. Aber ich kämpfe mich da wieder nach oben und ich schätze jetzt so nach meinem Gefühl, bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres hoffe ich, dass ich überhaupt wieder auf Normallevel bin. Und dann können wir uns alle anziehen. Ja, dann gibt es wieder Flip Capella auf 100%, genau, 24-7. Genau, dann geht es wieder Vollgas. Sehr gut. Vollgas hast du ja auch die letzten 1,5 Jahre während der Corona-Zeit gegeben. Wenn ich mich recht erinnere, hast du letztes Jahr 9 Songs rausgebracht. Dieses Jahr bis jetzt auch bereits schon 9 Songs. Das ist eigentlich ein Wahnsinnstempo. Geht so weiter? Ich habe total viel im Petto, ja. Also ich hatte glücklicherweise, bevor ich wirklich Corona-krank geworden bin, weil ich konnte ich 3 Monate jetzt wirklich nicht viel machen. Und vor allem hatte ich auch ein bisschen ein Kreativloch, das habe ich gemerkt. Ich hatte viel vorbereitet, zum Glück, ja. Nicht beabsichtigt, aber sind wir wieder bei Plan und Struktur, ja. Und das habe ich jetzt einfach rausgeschossen und ich habe noch einiges. Aber ich komme jetzt schon wieder in einen Studio-Trott rein, die Kreativität kommt wieder zurück. Also es kommt gerade alles wieder und keine Sorge, es wird ganz viel Musik geben. Ja. Sehr fein. Gibt es da schon ein Datum, das wir uns markieren sollen im Kalender? Kann ich jetzt gerade nicht sagen, weil die nächsten Releases sind jetzt gerade geplant. Aber die sind jetzt gerade alle noch einmal am Überarbeiten und Fertigstellen. Also es wird nicht lang dauern, weil dann kommt einiges. Aber ich habe jetzt noch kein fixes Datum, aber es wird sicher nicht lang dauern. Wir verfolgen dich einfach weiterhin auf Social Media, dann verpassen wir sicher nichts. Ja, bitte. Und ja, wie gesagt, es kommt echt viel. Ja. Sehr gut. Sag mal, wie verbringst du jetzt noch den restlichen Sommer? Gönnst du dir ein bisschen Erholungsurlaub oder wird es jetzt wieder so sein, ein Festival jagt das andere und eigentlich ist kein Platz für Pause? Ich habe jetzt... Jetzt mache ich eine Woche wirklich Pause, fahre mit Family in durch Österreich, auch eine Hochzeit dabei, also alles cool. Und dann geht's weiter, also dann kommt natürlich Electric Love, das ist so das nächste ganz große Ding, auf das freuen wir uns alle. Ja. Also Boutique Edition wird der Hammer. Und zwischendurch spiele ich einige Gigs, ich glaube 3-4 spiele ich vorher noch. Ja, also eh genug im Sommer jetzt. Geht eh Schlag auf Schlag. Ja. Und Herbst. Es ist vieles besprochen, das wenigste jetzt noch wirklich fixiert, weil keiner weiß, was Sache ist. Und wir haben gesagt, wir machen das spontan. Mhm. Also im Moment machst du echt Dinge, wenn es ist, 3 Wochen vorher aus, dass du sagst, okay, wir ziehen das durch oder ziehen es nicht durch, weil keiner hundertprozentig weiß, was passiert. Ja, das ist klar. Ja. Eine Frage zu deinem Musikstil. Wir kennen deine Songs, die du auf Spotify veröffentlichst, die wir streamen können, eher als die Mitsing-Lieder, die Tanzlieder und dann legst du auf der Bühne eine Hardstyle-Performance hin um 6:30 am Abend. Wie beschreibt man deinen Stil oder wie kommt es zu diesem Stilmix? Ja, ich bin so ein fucking Genre-Typ, ja. Ich bin einfach schon so lange dabei, dass ich wirklich alles liebe. Und ich mag einfach beides extrem gern. Ich liebe wirklich Pop, ich liebe gute Vocals, ich liebe Feeling-Songs auf der einen Seite. Das ist auch das, was ich im Moment, vor allem jetzt im Corona-Jahr, sehr viel rausgehaut habe, weil halt es einfach für Spotify und Radio am besten geht. Ja. Bei meinen Gigs schaffe ich das aber nicht so zu spielen. Ja. Also es kommen von allen Songs Remixe, auch die Versionen, die ich spiele. Aber bei den Gigs brauche ich einfach Vollgas, ja. Und das ist so, ich bin so, wie sagt man, zwiegespalten. Auf der einen Seite wirklich der totale Soft-Typ und fast Kuscheltyp, ja. Auf der einen Seite brauche ich es aber wirklich hart und Vollgas und Hardstyle und gib ihm. Bei den Gigs versuche ich das irgendwie zu kombinieren. Also Breaks immer zu machen, wo die Leute mitsingen können, wo sie Emotion haben. Aber die Drops müssen bei mir schon abgehen, da muss Abrissparty sein. Und mir ist es einfach total wichtig und ja, so ticke ich einfach, ja. Aber es funktioniert ja auch. Es funktioniert, nur die Leute wissen manchmal nicht bei Partys, wenn sie zu mir kommen, was macht er jetzt eigentlich? Ja, macht er seine Spotify-Dance-Pop-Geschichte oder machen wir da Abriss? Also Party ist eigentlich bei mir immer Abriss, ja. Und produzieren durch sehr viel Feeling-Sound, sage ich mal, Radio-Pop. Aber es kommt dann zu jedem Song einfach 1, 2, 3 Remixe, die Abreißmixe, ja, genau. Die dann auch auf Tritsche spielbar sind um 6:30 am Abend, ja, genau, im Hardstyle Remix.
Also man darf, ich liebe auch wirklich gepflegte Hauspartys, ja, also smooth im Haus oder so. Wenn ich am Beach stehe, also jetzt nicht gerade ich, aber wenn ich wo bin auf einer Tech-House-Party oder auf einer Hausparty, super geil, ich liebe es, ja. Nur ich kann es halt nicht, ja. Wenn ich mehr als 20 Leute von mir stehe, sagt irgendwas in mir, reiß ab, mach Party, ja. Und deswegen spiele ich auch so demnach, ja. Du Flip, dann noch eine kurze Abschlussfrage. Was ist denn dein persönlicher Sommerhit 2021? Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist natürlich eine meiner eigenen Singles. Also ich liebe Wannabe, also das mein Spice Girls Cover. Das ist auch mein persönlicher Sommerhit jetzt. Sehr fein. Ja, den mache ich auch sehr gerne. Ich glaube, wir alle da draußen. Vielen lieben Dank für deine Zeit jetzt, Flip. Wenn du möchtest, kannst du noch gerne etwas zum Abschluss sagen. Ja klar, ich will immer quasi reden. Ich bin ein Quasselstripper. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, ich möchte mich bei allen bedanken, die auch in der Corona-Zeit, die so viel meine Stories geschaut haben, die so viel geschrieben haben, auch in der Corona-Zeit, in der Krankheitsphase. Es war einfach so dermaßen motivierend und an alle danke und wir feiern wieder gemeinsam Party Together und ich freue mich jeden, den ich kenne und den ich wieder sehe bei einer Party und gemeinsam feiern ist einfach das Geilste. Deswegen machen wir das und love you. Danke, Verena. Schöne Abschlussworte.